Ich hatte jetzt demnächst so einen Ausdruck bei mir gesehen, was da wörtlich heißt, für alle a größer gleich b. Macht ja soweit erstmal Sinn, wenn man das so sagt. Was mich dabei jetzt aber irritiert hat, das größer gleich ist ja eine Relation. Das heißt, hier steht ja eigentlich eine Menge. Wie kann das sein? Nach so einem Quantor muss doch eigentlich, also wir kennen das ja, Quantor hier, das ist ein Allquantor. Da muss doch eigentlich eine Variable stehen. Das heißt, da müsste sowas stehen für alle, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sagen wir, um mal was anderes zu wählen, für alle Pi, für alle P gilt irgendwie so, dann war es größer gleich B, wobei P gleich A ist oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung, dachte ich mir. Jedenfalls habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass hier so ein Ausdruck steht. Da steht doch eine Menge. Das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn eine Menge und ein Allquantor für alle und dann die ganze Menge? Kann ja nicht sein. Falls jemand dasselbe Problem hat, es kann doch sein. Natürlich, sonst würde es keiner schreiben. Das ist im Grunde nur die Abkürzung. Das ist ja hier eine Relation. Also wir könnten jetzt auch schreiben, für alle x, die Element sind von a größer gleich b. Das wäre genau dasselbe, wie wenn wir zum Beispiel schreiben, für alle, ich mache es jetzt mal wegen dem Dings, für alle r, ich weiß nicht, wieso in der Mathematik immer einzelne Buchstaben sind, für alle r der Menge der reellen Zahlen. Das ist im Grunde genau dasselbe. Wir haben hier eine Menge, oh, das hier ist eine Menge und das hier ist eine Menge. Das hier ist eine Variable und das hier ist eine Variable. So, jetzt wollen wir das abkürzen hier auf der linken Seite. Und was machen wir? Genau das, was da oben steht. Wir schreiben für alle a größer als b. Das ist genau die Abkürzung. Genauso könnten wir auch schreiben für alle r. Also für alle reellen Zahlen. Deswegen macht auch diese Schreibweise, die am Anfang vielleicht erstmal komisch aussieht, vielleicht weil man auch denkt, naja, das müsste ja dann eigentlich zusammengehören, macht auch dann Sinn, weil das gehört gar nicht zusammen. Also auch wenn hier eine Menge steht, dann darf da auch eine Menge stehen. Also ob das natürlich jetzt mit den strengen Regeln der Mathematik übereinstimmt, kann ich nicht sagen, aber in der Regel schreibt man es und es versteht auch jeder. Normalerweise. Ja, und das war's auch schon.